Abend. Ist das ein Saal? Ist das ein Empfang? Ja. Das ist der Killesberg in Stuttgart. Tag, Peter. Guten Abend, Erwin. Wie geht's dir? Dankeschön, gut. Herzlichen Dank für diesen zauberhaften Empfang auf dem Killesberg in Stuttgart. Hast du das erlebt? Diese Welle der... Also das war Begeisterung. Das kann man ja anders nennen. Ja, jetzt ist natürlich alles anders. Ich kam heraus und hatte mir einen Vortrag zurechtgelegt, wollte über das Steuerjahr 56, 57 sprechen. Jetzt dieser Empfang, alles verflogen, jetzt sind Sie da und wir sind auch da übrigens. Und ich könnte am besten, das ist das Prinzip der ganzen Sendung, viel Vergnügen, das Sie nehmen sollen und haben sollen, hier im Saal, hier auf dieser Seite, hier. Sie sind ja auch da. Guten Abend, meine lieben Fernsehzuschauer zu Hause. Ich begrüße Sie herzlich. Was soll ich Ihnen versprechen? Wir haben da, die Ursula haben wir da. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's denn? Oh, da liegt's. Ursula, das haben wir nicht geprobt, das musste schief gehen. So. Das ist hübsch. Also wir haben uns Verschiedenes ausgedacht. Das eine ist mit Spannung geladen, das andere ist mit Unterhaltung gespickt. Dann ist Liebe und Musik dabei. Also alles, was man sich überhaupt unter einem Unterhaltungsprogramm vorstellen kann. Und jetzt die zweite Testfrage. Wollen Sie damit herunterkommen, Ursula? Ja. Und Sie werden nicht fallen, obwohl ich drei Schlingen gelegt habe? Gut, dann gehen wir beide zusammen jetzt. So, Sie sehen jetzt ein runtergekommenes Paar hier auf der Mitteltreppe. Und da haben wir uns eine Runde ausgedacht. Ganz einfach wollten wir jetzt von einem Platz zum anderen gehen. Wir wollen mal hier anfangen. Ich glaube, hier erreicht uns die Kamera gut. Und zwar möchte ich fragen, verzeihen Sie, mein Herr, wenn ich Ihnen das jetzt so umlege, dann können Sie doch nicht mehr nach unten sehen. Nein? Können Sie auch nicht. Sagen Sie mir, welche Krawatte Sie umhaben. Was für eine? Wie sieht sie aus? Grau. Grau? Und? Na, und wie noch? Dunkelblau. Dunkelblau und grau? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Mhm. Darf ich mal wegnehmen? Ja. Dunkelblau und grau. Ich gratuliere. Bleiben Sie sitzen, es ist Ihr Abend. Bleiben Sie sitzen. Und das ist Ihr Sekt. Was? Das ist leicht. Ich danke Ihnen auch. Prima geklappt, ne? So einfach geht's. Also das sind die leichtesten Runden, kann ich mir denken. Und alles hat inzwischen auf die Krawatte geguckt. Ich habe sie genau beobachtet. Wollen wir mal sehen? Na? Wollen wir mal sehen? Sie wissen jetzt genau, na? Ich weiß gar nichts bis jetzt. Nein, Sie wissen noch nicht, dass ich fragen wollte, wie ist die Farbe Ihrer Socken? Schwarz-weiß. Schwarz-weiß? Genau. Ich glaube, die Aufgabe ist nicht sehr schwer. Aber der Sekt ist trotzdem gut. Cool, wohl bekommst. Gratuliere herzlich. Auf dieser Seite werden wir gern noch eine Flasche los oder lernen jemanden kennen, der es eben nicht weiß. Da wäre zum Beispiel zu fragen, darf ich mal? Ja? Sie haben sich also inzwischen überlegt, wie wohl Ihre Krawatte aussieht? Ja. Sie wissen auch, wie die Socken aussehen? Ja. Aber Sie haben nicht daran gedacht, was Sie oben in dieser linken Tasche haben, in der linken Tasche Ihres Sakkos? Nein. In der äußeren? Hm? Was ist da drin? Ein Tuch. Nichts weiter? Ganz unten drunter ein Spiegel und ein Kamm. Beweisen Sie. Das S habe ich weggelassen, sonst wäre es aus einer anderen Sendung. Genau. Alles da. Die Flasche. Vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Danke Ihnen. Eine auch. Flasche Sekt. Grandios. Nehmen Sie es wieder mit. Wir haben wenigstens gedacht, dass einer einbricht, denn wir hatten Selbstappetit. Naja, nun ist es erledigt jetzt. Schade. Meine Damen und Herren, gleich um in die zweite Aufgabe zu kommen, die nicht ganz so leicht zu sein braucht, aber wir verraten nie vorher, was wir davor haben. Wir suchen einen Abenteurer. Einen richtigen Abenteurer. Na? Wer möchte einen Abenteurer spielen? Hier lernen wir jemanden kennen gerade. Darf ich Sie etwas näher bemühen oder haben Sie... Ja, ich kann Ihnen auch entgegenkommen, obwohl die Sache dadurch nicht fortschrittlicher wird. Ich meine, wir müssten dann beide wieder zurückgeben. Wie ist Ihr Name bitte? Gerhard Däubler. Herr Däubler? Ja. Herr Däubler, kommen Sie doch bitte etwas näher. Jetzt haben Sie auf diese etwas kühn gestellte Frage, wer ist ein Abenteurer? Haben Sie ja gesagt, ja. Sie haben sich gemeldet. Mhm. Könnten Sie mir irgendein Beispiel Ihrer Abenteurerlust geben? Nein. Bitte? Nee, kann ich nicht. Meine Frau sitzt im Apparat. Danke, komm mit dir.
Niemals würde ich jetzt versuchen, in Sie zu dringen und herauszuforschen, ob Sie irgendwelche Abenteuer haben, die Sie irgendjemandem zu verheimlichen haben. Das nicht. Aber haben Sie irgendwo mal den Drang empfunden, etwas Wunderbares zu erleben? Denn nur unter diesem Vorzeichen können Sie ein Abenteurer sein. Ja. Ich wollte mal im Toto gewinnen. Das nenne ich ziemlich gezähmte Abenteurerlust. Haben Sie denn, was haben Sie einen interessanten Beruf vielleicht? Dekorationsmaler. Dekorationsmaler. Diese Menschen sind eigentlich mit sehr viel Fantasie begabt. Dann werde ich Sie jetzt zu einem Abenteurer machen. Nehmen Sie doch bitte da drüben Platz. Sehen Sie, das sind Baumstümpfe. Die haben wir aus einer Dekorationsabteilung bezogen. Vielleicht nehmen Sie den. Wenn Sie sich etwas nach vorn wenden, kann das ganz spaßig sein. Bitte sehr, die sind neu gekauft. Wissen Sie, das Ganze soll ein bisschen abenteuerlich anfangen. Wir sitzen hier auf Baumstümpfen und rauchen eine anständige Piepe. Der Tabak ist gut, das ist ein Überseetabak. Er kommt aus Übersee. Aus Übersee, sagte ich, der muss eine sehr schlechte Überfahrt gehabt haben. Na egal, jetzt lassen Sie uns ein Pfeifchen schmauchen, die sogenannte Friedenspfeife, und lassen Sie uns mal zurückträumen. Hier vor uns ist jetzt ein Lagerfeuer, das nehmen wir an. Wir sitzen auf Baumstümpfen und jetzt wollen wir uns mal was einreden. Die tollsten Geschichten sind doch so diese Kriminalgeschichten, die Abenteuer, noch mehr die Abenteuer. Karl May zum Beispiel, der Silberschatz und solche Sachen. Haben Sie alle gelesen? Alle gelesen, dann sind Sie der richtige Mann. Ja. Ach, was haben wir für Abenteurer schon erlebt und für Abenteuer vor allen Dingen. Und jetzt möchte ich Sie in eins direkt hineinweben. Glauben Sie, dass es hier noch so etwas gibt wie Entdecker oder Forscher im Niemandsland oder sagen wir Schatzgräber. Lassen Sie uns dabei bleiben. Ja, es gibt noch. Es gibt noch Schatzgräber. In Australien. Ja, Australien. Ura, nicht Gold. Ja, es ist ein bisschen schwer, in Stuttgart jetzt ausgerechnet auf Schätze zu kommen, die man hier aus dem Boden sucht. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Meinen Sie, dass hier in Stuttgart noch Schätze verborgen sind? Vielleicht. Ja, dieses vielleicht nehme ich Ihnen jetzt nicht ab. Hier sind Schätze verborgen, wir wissen es. Passen Sie auf, mir ist da unjüngst eine Geschichte begegnet, die muss ich Ihnen mitteilen. Ursula, geben Sie mir doch mal den Plan. Jetzt kommt eine erregende Geschichte. Passen Sie auf, Freund. Darf ich Sie Freund nennen? Jawohl. Gut, Bruder. Hier ist eine tolle Sache. Ich habe hier einen Plan entdeckt. Der ist uralt, aus dem Jahre 1958. Das kann ich Ihnen sagen. Da sehen Sie hier die Straße nach Botnang. Aber das würde irritieren. Ich gebe sie Ihnen einfacher bekannt. Da, wo die 2 aus der Roten Waldstraße abbiegt zum Westbahnhof. Bruder. Kenn ich. Da ist es. Da kenn ich. Da ist eine Unterführung. Ja. In der Verlängerung der Roten Waldstraße geht es direkt in, im Vogelsang heißt das. Im Vogelsang. Ja. Da liegt ein Schatz vergraben. Mhm. Freund. Kalkuliere, den könnte man heben. Jawohl. Wollen wir einen heben? Ja. Ich meine, den Schatz. Ja. Gehen wir einen heben. Ja. Und da ist es hier eingezeichnet auf diesem alten Plan. Hör ruhig fest, das ist schon Ihre. Im Vogelsang, Haus Nummer 49. Da gehen Sie durch. Und da kommen Sie in eine Kraterlandschaft von unbeschreiblicher Schönheit. Und hier sehen Sie obendrauf auf einem dieser hier eingezeichneten Hügel einen Kaktus. Mhm. Von nie gezeigter Schönheit. Da müssen Sie hin. Leben Sie wohl. Aber so können Sie da nicht hin. Sie sind ja jetzt ein Schatzsucher. Behalten Sie den Plan, der ist wichtig. Sie werden außerdem durch den Dreck gar nicht durchkommen. Es ist nicht so schlimm. Es liegt nur Kies da. Es ist Kies. Wissen Sie aber, Kies liegt da, ein bisschen gestreut. Dann brauchen Sie ein paar anständige Hosen. Hier ist ein Overall für Sie. Ziehen Sie ihn gleich an. Dann haben wir noch etwas. Der Hut ist für Sie. So sind früher alle Schatzgräber unterwegs gewesen. Was haben wir noch da? Eine Taschenlampe, die werden Sie brauchen. Es ist nicht zu hell dort, obwohl die Stelle, an der Sie suchen sollen, die ist, da ist künstlicher Mondschein veranstaltet worden. Er ist ein Zünftiger, er spielt mit. Die Lampe gehört jetzt Ihnen. Jetzt, nachher nehme ich sie wieder ab, falls wir uns mal wiedersehen sollten. Hier ist ein Bandmaß, das brauchen Sie auf jeden Fall. Und hier ein Kompass. So.
Lieber Freund, dass wir hier keinen Talmi erzählt haben, werden Sie gleich sehr deutlich spüren. Es ist ein wirklicher Schatz vergraben. Und ich mache mir nur Sorgen, wenn ich mir jetzt das Gelände vorstelle. Und Sie. Sie können bis hinfahren, Vogelsang 49. Sie werden dort ziemlich allein sein müssen, denn wenn das wirklich jetzt jemand hört, so haben wir vorgebaut. Die Leute denken natürlich alle Vogelsangstraße 49. Hier in Stuttgart, da ist es nicht. Die fahren alle falsch. Ich habe einen Jeep, da kommen wir nach. Ja, und da wir bringen Sie in die Nähe dort. Ja, ja. Den letzten Weg müssen Sie ohnehin zu Fuß machen. Vogelsang 49. Versuchen Sie, vielleicht kriegen Sie ein paar Helfer. Denn es ist ein ziemliches Gelände, ein Areal, das Sie alleine wahrscheinlich erst bis... Sie würden Freitag nächster Woche durch sein. Vielleicht finden Sie ein paar Helfer. Ja? Es ist ein Schatz vergraben. Ein wunderbarer Schatz. Und es sind außerdem einige Hinweise vergraben. Wenn Ihnen jemand helfen sollte, Sie können jedem, der einen Hinweis findet, 50 Mark bezahlen. Sie müssen ihn allerdings mitbringen. Mhm. Ist das alles klar? Klar. Sagen Sie jetzt bitte noch einmal Ihren Namen. Gerhard Eubler. Und wo wohnen Sie? Stuttgart an der Wirkheim, Großlockner Straße 6. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, dann leben Sie wohl und Glück auf, Sie brauchen sicherlich die Schuhe und gehen Sie doch gleich hier durch. Gehen Sie gleich hier durch, der Applaus begleitet Sie. So, meine Damen und Herren, auf diese Weise haben wir schon manchen Saal leer gekriegt. Er war der Erste, nachher brauchen wir noch einen Chor. Das werden dann mehr. Hier kriegen wir gerade Zeichen. Der Tisch soll etwas nach hinten. Habe ich das richtig verstanden? Diesen Tisch haben wir hier aufgebaut und ich rede auch jetzt nur noch etwas überbrückend, weil ich sicher sein will, dass unser Schatzsucher weg ist. Ist er weg? Ja? Ich bin gespannt, ob er Helfer kriegen wird da draußen. Auf jeden Fall sage ich Ihnen jetzt erst, meine Damen und Herren, ohne dass er es erfährt. Es wäre nicht das Richtige gewesen, wenn wir es ihm gleich mitgesagt hätten. Die Technik des Süddeutschen Rundfunks war liebenswürdigerweise bereit, auch dort ganz versteckt ein paar Scheinwerfer aufzustellen. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal näher. Und eine Kamera. Wir werden uns also gegebenenfalls einschalten können und werden genau sehen, wie er dort im Gelände herumirrt. Ich finde es gut. Ich glaube sogar, dass mir dieser kleine Spaß jetzt verziehen wird, wenn ich Ihnen jetzt schon verrate, er gewinnt dabei einen Preis, der nicht unbedingt schutzbedürftig macht. Selbst wenn es regnen sollte, lassen Sie ihn ruhig erstmal suchen. Der Preis. Ein Schatzgräber ist unterwegs. So, und hier ist inzwischen etwas unterwegs, das wollte ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren. In 14 Stationen, Fernsehstationen auf dieser Erde, hat es einen revolutionierenden Star gegeben. Und wir sind in der glücklichen Lage, zum ersten Mal in Deutschland Ihnen eine Künstlerin zu zeigen, die sich eine besondere Aufgabe gestellt hat. Ich habe das Vergnügen gehabt, bereits Äquilibristinnen anzusagen. Das sind akrobatische Tänzerinnen. Und alles, was ich jemals überhaupt überreichen konnte, wird übertroffen von ihr, von Rose Wang. Bevor sie kommt, lassen Sie mich noch etwas sagen. Das Unwahrscheinliche ist auch gleichzeitig ihre Begabung, ihr Talent für diesen Beruf und der spritzige Humor, mit dem sie uns einen Blick in die Zukunft tun lässt. Denn wir quälen uns jetzt noch ab mit den langweiligen Sachen, Calypso und viele sagen noch Eukalyptus. Calypso, das ist keine Werbung, dann vielleicht auch mit Samba und Mambo und Rumba. Das ist ja alles überholt, wenn Sie sie einmal gesehen haben. Nur würde ich warnen, dass Sie diesen Tanz vielleicht ab morgen gleich zu Hause probieren. Ich warne Neugierige. Und so möchte ich Sie Ihnen vorstellen, wir tun damit einen kleinen Sprung in die Zukunft. Wir können etwas Unmögliches möglich machen, wir können sogar den Rhythmus parodieren. Mit ihr, mit Rose Wang. Bitte sehr. Thank you.
Thank you very much. Auf Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Das ist schon weg. Ich bin der Ansicht, meine Damen und Herren, das erlauben Sie mir vielleicht als kleines Vorwort, dass ein verlorenes Fußballspiel nicht immer ein nationales Unglück zu sein braucht, dass ein Kampf, wie immer er auch ausgeht, wie er gerade zur Zeit noch stattfand, nicht immer gleich unsere freundschaftlichen Beziehungen zum Nachbarlande zu verändern braucht. Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Meldung überreichen, die uns eben gerade in diesem Augenblick hier durch einen... Da ist sie. Gib mir 5 Mark, ich habe gewonnen. Ich lese es Ihnen vor, ist es Ihnen recht? Sieger und neuer Europameister im Mittelgewichtsboxen, Gustav Scholz, Berlin. Ja. Komma. Durch einen Aufgabesieg in der 12. Runde über den französischen Titelverteidiger Charles Humé. Das wollte ich gerne sagen. Hui, das schafft. Ich glaube, wir können hier als Erste jetzt im Fernsehen unserem Bubi Scholz die herzlichsten Grüße übermitteln. Und ich hoffe, dass sich auch sehr viele Zuschauer aus Österreich anschließen. Ich tue das also für Sie dann mit. Schöne Grüße auch aus Österreich an Bubi Scholz nach Berlin. Und jetzt haben wir eigentlich... Wollen wir mal nachsehen, ob sich schon was tut bei den Schatzsuchern? Das wäre doch interessant. Bitte. Ja, es tut sich was. Hier ist das Schatzsuchergelände im Vogelsang 49. Der Schatzsucher selbst ist noch nicht eingetroffen. Wir haben aber vorhin seinen Wagen bereits gesehen. Er kommt in jedem Augenblick hier an. Es sind allerdings schon sehr viele Stuttgarter hier herausgekommen, mit Schaufeln bewaffnet. Sie dürfen noch nicht anfangen, das Gelände zu durchwühlen, weil der Schatzsucher das Vorrecht haben soll. Wir gehen jetzt zurück zum Kehlesberg. Ja, haben Sie herzlichen Dank dafür. Das fängt gut an. Sehr schön. Ach so, jetzt sehen Sie mich. Das ist natürlich ganz falsch. Aber Sie sehen mich nicht umsonst lange allein, denn ich suche jetzt 3 Mitspielerinnen. Eben war es ein Mann. Jetzt suchen wir 2 Mitspielerinnen. Ich komme mal in diese Reihe. Ich möchte jetzt Damen bemühen, die Musik lieben. Ich sah gerade Ihre Hand. Darf ich die nochmal sehen? Ich bitte um Ihre Hand. Bitte legen Sie das nicht falsch aus. Ich bin verheiratet. Entschuldigen Sie. Sie lieben also Musik. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Frau Kost. Frau Kost aus Stuttgart? Stammheim. Aus Stammheim. Sie hatten sich auch gemeldet, meine Dame. Wenn ich Sie hier zu unserem Mikrofon bemühen dürfte, ist ja ganz falsch. Guten Abend. Guten Abend, Herr Frank. Wie geht es? Danke, ausgezeichnet. Ja, Sie fürchten nicht, dass sich das noch ändert? Auch ich weiß nicht. Wie war Ihr Name, bitte? Schilling, Hertha. Aha, Frau Schilling und, Fräulein. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein Schilling und Frau Kost. Darf ich Sie etwas näher bitten? Damit habe ich 2 Drittel meines ersten Auftrages hier erledigen können. Ich suche noch eine 3. Mitspielerin, die von sich selbst behaupten kann, dass sie Musik liebt. Na, haben Sie Lust und Zeit? Dann bitte ich Sie doch aus dieser Reihe heraus. Guten Abend. Wie geht's? Guten Abend, denke gut. Ja, und Sie sind Frau? Frau Hartmann. Frau Hartmann. Gehen wir doch mal hier diesen Weg. Der führt uns am sichersten zur Bühne. Ich bin vorhin schon mal gegangen. Da bin ich ganz sicher. Meine Damen, der Weg zur Bühne stand Ihnen noch nie so offen wie jetzt. Bitte sehr. Ein herzliches Willkommen. Sehen Sie. Der erste Spontanerfolg ist bereits überbrückt, verklungen. Danke sehr. Sie sollten mir gelegentlich helfen. Ich ringe direkt nach Wörtern manchmal und nach Worten. Aber Sie sehen gar nicht so aus. Woher wissen Sie, dass ich mich verstelle? Ich möchte Sie gerne fragen, Sie lieben Musik. Das ist aber ein sehr großer Begriff, denn Musik, das kann man wohl sagen, ist ein sehr schweres Instrument. Spielen Sie selbst? Ja, wie ich schon sagte, Radio. Ach so, Radio. Das ist gut. Und Sie haben sich nie mit einem Instrument befasst? Nein. Aha. An sich ist das sehr günstig. Wollen wir mal sehen, wie es bei Ihren Mitspielerinnen aussieht. Ich habe noch kein Instrument gespielt, ich spiele daheim Schallplatten. Aha, da gibt es jetzt neue, die dreieckigen. Nein, viereckig haben es welche. Dreieckige, das sind Walzerschallplatten. Die gehen gut, die gehen gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Spielen Sie ein Instrument? Nein, ich habe noch nie eins gespielt. Ist das wahr? Ja. Mhm. Meine Damen, dann muss ich Sie bitten, nehmen Sie einen Augenblick Platz, denn dann werden Sie das mit Fassung tragen müssen, was ich Ihnen jetzt zu erklären
beauftragt bin. Nehmen Sie doch am besten diesen Stuhl hier in der Mitte. Das würde ich Sie bitten, einfach so über die Knie zu legen. Also ich meine nicht über das Kleid zu legen, nicht über die Knie. Ganz falsch ausgedrückt. So, meine Damen, das sieht also von hier aus wie eine nette Strickstunde, zu der man sich trifft. Ne? Aber wir haben wirklich etwas Musikalisches vor und wir brauchen Kohle. Ursula, kein Feuer, keine Kohle, kann zeichnen so schwarz. Jetzt müssen wir es haben. Hier habe ich, gleich für Sie sichtbar, ein Notenblatt. Das ist ein ziemlich großes. Das Einzige, was ich daran tue, ich zeichne Ihnen diesen Notenschlüssel auf. Ja? Hoppla, der geht. Ja. Der ist schöner Notenschlüssel geworden. Mhm. Danke sehr, meine Herren, danke sehr. Also diese Schnur, kann ich Ihnen sagen, das ist eine Angelegenheit. Sowas von verheddern. Ich möchte sehr gerne zeigen, ob ich einen richtigen Noten... Würden Sie es ein Momentchen halten? So, jetzt sehen Sie es nicht. Zit, zit, zit. Naja, nur. Gut, dass Sie es nicht gesehen haben. Wenn Sie jetzt gleich die Kohle übernehmen, dann würde ich Sie um etwas bitten. Darf ich hier über den Zaun gucken? Ja, bitte. Dieses Notensystem sollen Sie jetzt dazu benutzen, Noten hineinzumalen. Und zwar nicht einfach nach eigenem Willen, sondern nach einem festgelegten Vorsatz. Sie sollten also das Lied aufschreiben, Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Herr Jankowski, könnte ich Sie mal bitten, nur mal die Tonfolge ungefähr anzuschlagen? Sie werden das können. Was haben Sie sonst für einen Beruf? Ich bin Lederwarensteppin in einer Schuhfabrik. Lederwarensteppin in einer Schuhfabrik. Da kommt das seltener vor. Ja. Mhm. Gut, also Sie wissen ganz einfach, das grafische Bild, meine Damen, das möchte ich für Sie alle erklären, wenn Sie mir noch einen Augenblick zusehen. Ich möchte Ihnen so erklären, das grafische Bild des Notensystems, 5 Linien, der Schlüssel davor, der ist schon da. Den zeichne ich auch gleich darauf. Alle hohen Töne sind oben, alle tiefen sind unten. Es gibt auch Zwischentöne, aber das ist eben Ihrem feinen Empfinden überlassen. Sie sollen also die ganze Melodie jetzt so aufschreiben, wie Sie glauben, wie sie richtig klingen müsste, wenn Sie vielleicht später mal einen Musiker liest. Sie wussten gar nicht, dass ich Sänger bin, ne? Ich auch nicht. Ich überrasche mich jeden Tag. So, jetzt darf ich Sie bitten, fangen Sie an und schreiben Sie uns die Noten dieses Liedes auf. Das ist Ihr Notenblatt. Und wo ist mein Schlüssel? Hier ist Ihr Schlüssel. Es gibt auch Klavierschlüssel, aber die sehen anders aus. Bitte sehr. Hat jeder Kohle? Sie auch? Ja? Ja? Der Nachbarin über den Gartenzaun geguckt. Das ist eine hübsche Sache. Und jetzt werden wir, wenn das Notenbild fertig geschrieben und gezeichnet ist, werde ich... Ups, da fällt mir was ein. Erwin, große Pleite. Ich bin gar nicht musikalisch. Bis dahin hatten wir uns das ausgedacht. Und jetzt, meine Damen, malen Sie dicke, richtige Ottos rein da so. Da gehen ja Hühnereier rein. Jetzt fällt mir was ein. Ich bin gar nicht darüber informiert, wenn jetzt eine Dame eine Melodie aufgeschrieben hat, ob die nun stimmt oder nicht. Kannst du mir da behilflich sein? Ja, sollen wir es vorspielen dann? Gut. Erwin hat eine gute Idee. Ja, das ist es. Wir können es dann vorspielen. Ja. Ruhig weiter, das sieht sehr kühn aus. Jawohl. Auch das wird gut. Nur zügig weiter, bleiben Sie am Thema. Ich wollte nur sehen, ob es richtig gezeichnet ist, damit wir es auch spielen könnten. Sehr gut, sehr gut. Meine Damen, malen Sie weiter und denken Sie daran, dass es auch Töne gibt, die auf der Linie bzw. zwischen den Linien stehen. In dieser Zeit bemühe ich Sie gern noch einmal, meine Damen. Lassen Sie uns noch einen Blick werfen. Unser Schatzgräber muss eingetroffen sein. Wie sieht es bei Schatzgräbers aus? Darf ich bitten? Wunderbar. Ja, der Schatzgräber ist mittlerweile da, meine Damen und Herren. Außerdem, wie Sie sehen, eine große Zahl von Stuttgartern. Wir haben jetzt über 250 Stuttgarter hier auf dem kleinen Gelände. Nicht alle haben Schaufeln mitgebracht. Manche wühlen mit den bloßen Händen. Inzwischen ist auch ein Hinweis gefunden worden und der Schatzgräber arbeitet sich langsam in bedrohliche Nähe zum eigentlichen Schatzversteck vor. Die Stuttgarter Polizeibehörde bittet mich noch um eine kurze Durchsage. Man soll doch bitte nicht die Rheinsburgstraße als Anmarschweg benutzen, da sie von Fahrzeugschlangen schon völlig verstopft ist. Oh je, oh je, oh je.
Was haben wir denn da angerichtet? Ich möchte unserem Reporter herzlich danken für diesen überraschenden Erfolg unserer jetzt eingefädelten Schatzgräberrunde. Herzlichen Dank, Herr Gräulich, das ist ja großartig. So viel haben wir ja nie weggeschickt, wie ich eben sage. Hier ist auch nichts mehr auf dem Monitor, ich bin selber wieder da. Großartig. Ich komme nochmal auf die Idee zu. Die Rheinsbergstraße ist gesperrt. Also das nimmt Formen an. Aber an sich ist es ja nur unter dem Thema zu verstehen, viel Vergnügen. Ihr Wochenende soll also mit viel Vergnügen anfangen. Nicht ihr, wir sind ja per Du. Erwin, jetzt sag mir bitte etwas. Wie könnten wir das machen, dass wir das wirklich spielen lassen? Ich finde die Idee gut, aber wer könnte? Am besten die vier Trompeten. Die vier Trompeten? Ja. Soll ich das selbst machen? Ja, bitte, bitte. Gut. Meine Herren. Entschuldigung, ich war Obergefreiter. Ja, das ist noch drin. Sie können ruhig sitzen bleiben. Obergefreiter macht nichts. Ich war immer anständig zu meinen Untergebenen. Meine Herren, darf ich Sie etwas näher bitten? Es geht darum, dass ich Sie für den Fall, dass wir jetzt eine Komposition finden unter dem Titel Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald bemühen könnte, dieses Melodienstück dann zu spielen. Jetzt muss ich Sie allerdings vergattern. Ich müsste Ihnen sagen, Sie dürften nur das spielen, was da aufgeschrieben ist. Darf ich Sie bitten, Grundstellung anzunehmen? Mit dem Gegenstand der Vernehmung vertraut gemacht und zur Wahrheit ermahnt, bitte ich Sie nun, nur das zu spielen, was dort aufgeschrieben, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen. Danke. Sie kommen mir so bekannt vor. Sind Sie wirklich der Horst Fischer? Ja, guten Abend. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Das ist natürlich... So, meine Damen, fertig? Wunderbar. Hoffentlich stimmt's. Sicherlich stimmt es. Die Kohle können Sie gleich wegwerfen. Gut. Wer braucht schon solche Kohle? Die brennt ja nicht mal richtig. Es ist so, ich habe mir jetzt Kohle gekauft. Ich habe meinen Ofen, den habe ich jetzt verkauft, damit ich das Geld für die Kohlen hatte. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, es ist im Augenblick jetzt gerade noch mal einen Augenblick interessant, solange unsere Damen arbeiten. Machen Sie weiter, meine Damen, bitte, machen Sie weiter. Wir wenden noch mal einen Blick unseren Schatzgräbern zu. Wie sieht es denn da aus, bitte? Ja, meine Damen und Herren, die Ereignisse überstürzen sich hier draußen. Der Schatzgräber hat die Kiste bereits gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie ihn sehen können. Er steht hier vorne mit Hut und hat die Truhe bereits ausgegraben. Währenddessen wird noch fleißig weitergesucht nach Hinweisen. Es sind noch 5 Hinweise zu suchen. Aber bitte, wenn Sie sich jetzt noch auf den Weg machen, bleiben Sie fair in der Wahl Ihrer Mittel. Wir mussten bereits 2 Schatzsucher zurückweisen, weil Sie unter Ihren Mänteln Minensuchgeräte mit eingeschmuggelt hatten. Ja? Muss ich dazuhören? Kann ich nicht eins von rausgehen? Aber ich bitte Sie, haben Sie kein Vertrauen zu Ihrem Tonwerk? Ich weiß nicht, aber ob Sie Vertrauen dazu haben. Das ist das Merkwürdige, ich kann es gar nicht beurteilen, aber es sieht sehr vertrauensvoll aus. Wenn ich es jetzt umdrehe, werden wir auch außerdem an den Gesichtern der Musiker sofort ablesen können, wie die Reaktion ist. Wir werden Ihre Melodie auf jeden Fall zuerst spielen, ja? Bitte sehr. Das Tuch brauchen Sie jetzt nicht mehr. Würden Sie es bitte halten? Vorsicht. Schön. Meine Herren, darf ich bitten, genau das zu spielen, was da steht. Das Thema ist Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Bitte. Also jetzt? Ich glaube, das ist bestimmt eine moderne Fassung, 1959. Das ist eine moderne Fassung. Sie könnten recht haben, wir behalten sie auf jeden Fall. Also das Originelle ist dabei, es fing so, fing es an. Und dann musste er irgendwo gegen Baum geflogen sein. Ja. Geht das? Ja. So. Hier haben wir einen erheblich kürzeren Kuckuck. Bitte würden Sie einen Augenblick noch Platz nehmen. Das ist ein kürzer... Kommen Sie noch ein bisschen näher, meine Damen. Ich möchte Sie herzlich bitten, Ihre Komposition
den Interpreten zu überliefern. Kuckuck, Kuckuck. Das war ein anderer Vogel. Ja, also ich enthalte mich jeder Stimme. Wollen Sie auch noch einen Augenblick Platz nehmen, bitte? Mhm. Bitte schön, setzen Sie sich doch. Wir müssen ja noch auf unsere dritte Mitspielerin warten. Aber wir brauchen nicht zu warten. Ich glaube, dass sie fertig ist. Darf ich es nehmen? Jawohl. Kommt ihr ein bisschen näher? Bitte sehr. Bitte schön. Na, wie gefällt's Ihnen? Ich möchte es nicht kritisieren. Ich weiß, dass ich es überhaupt nicht könnte, aber ich stelle fest, dass das doch eigentlich sehr schön war. Und wir werden weitere Kompositionen, die werden wir sofort zum Fotokopieren reichen, dass das also, das wollen wir behalten, das wollen wir auch wirklich behalten. Hatte Ihnen das Spaß gemacht? Oh ja, sehr Spaß. Und auch nachher die Vorführung, hat Ihnen auch Spaß gemacht? Ja, Spaß schon, aber weil ich es nicht richtig gemacht habe. Aber es hat doch eigentlich niemand ganz richtig gemacht. Das ist doch aber so verständlich. Damit hat man doch nicht jeden Tag zu tun. Was machen Sie zum Beispiel beruflich? Ich bin Hausfrau. Eben. Frau Hartmann, Sie haben doch nicht mit solchen Sachen am Tag zu tun. Nee. Sie haben doch andere Sorgen. Ja, was haben Sie für eine Beschäftigung? Ich bin Stenotypistin. Und Sie schreiben sicherlich sehr schnell. Doch, ich bilde mir ein, ich könnte es. Na ja, sehen Sie. Das ist alles sehr schön. Ich habe schon mal eine Stenotypistin gehabt, ich habe schon mal gesagt. Die schrieb so langsam, da wäre es schneller gegangen, wenn sie es gestickt hätte. Das ist doch eine schwierige Aufgabe. Jetzt, meine Damen und Herren, bitte seien Sie mir etwas behilflich. Ich möchte von einer Dame zur anderen gehen und möchte nur sagen, Sie haben gewonnen, Sie haben gewonnen, Sie. Und dann soll Ihr Applaus überzeugend sagen, wer hat nun wirklich gewonnen. Sie haben ja alle Melodien noch im Kopf, ja? Darf ich das eben tun? Danke Ihnen. Sie haben gewonnen. Wir wollen es probieren. Sie haben gewonnen. Mhm. Sie haben gewonnen. Ja? Ich danke Ihnen vielmals, meine Damen und Herren. Sie haben mir meine Entscheidung sehr leicht gemacht. Und das ist es eben. Volkes Stimme, Gottes Stimme, kann man sagen. Wir wollen aber jetzt auch in der ganzen Branche bleiben. Da Sie mit Tönen zu tun hatten, haben wir die dritte Form des Ton genommen, oder die zweite Form. Wir haben Tonkrüge besorgt. Ich hoffe, dass Ihnen die gefallen als Trostpreis. Ja? Ich danke Ihnen auch vielmals. Das ist auch ein sehr schöner... Hoppla, der ist schwer, Frau Hartmann. Vorsicht. Einen schönen Gruß an Ihren Gatten. Da kann man Bier drin holen abends, nicht? Auf Wiedersehen. Haben Sie herzlichen Dank und auf Wiedersehen. So, meine Damen. Vorsicht aber mit den Krügen. Vorsicht mit den Krügen. Und Sie darf ich etwas näher bitten. Sie haben gewonnen, den ersten Preis in dieser Runde. Es geht wiederum um Noten, und zwar um Banknoten. Sie haben gewonnen 100 Mark. Bar auf den Tisch. Gratuliere. Darf ich Sie einen Moment zu halten? Ich hab's da. Ich hab die... Haben Sie ihn etwa zu Hause Umschlag gelassen? Ich hab den Umschlag. Den Umschlag. Ich gebe es Ihnen von meinem. Moment. Banknoten. Kleinen Moment, ich gebe es Ihnen von meinem. Darf ich Sie bitten, diese Hand aufzuhalten? Ach, da bin ich aber nicht ganz damit einverstanden. Das sind ich gebe es Ihnen von 50. Meinem. Ich, nee, was glauben Sie? Ist, kommen Sie, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kleinen Moment, wir kriegen es zusammen. Einen Moment, Moment, wir kriegen es zusammen. 90, hätte ich das gewusst. Hier ist noch was.
90, 95, 96, 97, 98 und 10. 98, 98, 99, 99, 50, 60, 70, 80. Ja, eine Briefmarke zu 20. Bitte sehr. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wir, meine Damen und Herren, wenden uns noch einmal an unseren Schatzgräber. Ja, meine Damen und Herren, der Schatzgräber hier ist noch einmal das Schatzsuchergelände im Vogelsang 49. Sie sehen hier in der Bildmitte jetzt gerade den Schatzsucher mit dem Pickel den Hang hinaufsteigen. Er ist auf der Suche nach Hinweisen. Es sind inzwischen 3 Hinweise gefunden worden. 3 weitere sind noch freizulegen. Im Übrigen darf ich das Gerücht dementieren, dass infolge eines gewaltigen Bergrutsches an einem gegenüberliegenden Hang einige Wohnhäuser geräumt werden müssten. Ich danke Ihnen vielmals für den Bericht und herzlichen Dank der Technik für die schönen Bilder, die wir zur Nachtzeit hier wunderbar herbekommen haben. Schönen Dank. Schönen Dank, Erwin, dass du das jetzt hältst, was du versprochen hast. Du hast mir gesagt, es kann aussehen, wie es will, du spielst es. Ich habe es stehen lassen. Ist gut. Ja? Darauf ein modernes Arrangement über Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Herzlichen Dank. Und dann den Lockführer. Vielen Dank, Erwin. Mit der Behendigkeit eines Rehes bin ich bereits wieder bei Ihnen, um Sie im Saal zu fragen, ich suche einen Mann, der tatkräftig entschlossen eventuell einmal einen anderen Beruf ergriff, als er ursprünglich ergreifen wollte. Wo gibt es da jemanden? Es soll ein Mann sein, der, glaube ich, nach wie sagt man, ein Mit-40er ist. Ich sehe dort drüben jemanden, der mir nicht weniger vertrauensvoll erscheint als jeder andere in diesem Saal. Aber ich will ihn fragen, er ist, glaube ich, ein Mit-40er und gibt es zu, indem er die Hand hebt. Darf ich Sie bemühen, mein Herr? Hatten Sie sich gemeldet? Hatten Sie sich eben mit der Hand gemeldet? Jawohl. Darf ich Sie herzlich bitten? Mein Kabel ist gleich zu Ende, kommen Sie doch ein bisschen näher. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Wirklich? Sehr gut. Stuttgart ist ja auch eine schöne Luft, ne? Wir haben hier einen extra Weg gebaut, wie man zur Bühne kommt, mit Treppe. Ich möchte Sie vorher fragen, was haben Sie für einen Beruf? Nur Tischler, Landschaftsmaler und 5 Hobbys. Sie sind Landschaftsmaler und Tischler, ja, das sind bei. Und Hobbys haben Sie. Sie sammeln. Das ist
das ist... Sie sind noch gar nicht ganz oben. Da habe ich erstens einmal die Serienfahrerei, die Bildhauerei und die schöne Mädchen. Jetzt wollte ich Sie was fragen. Ist es Ihnen vielleicht als Junge ähnlich gegangen wie mir? Ja. Ich wurde damals Maler. Ja. Also ich wurde Maler geworden. Ich musste einfach in die Lehre, obwohl mir das gar nicht richtig schmeckte. Aber ich lernte es richtig von der Pike auf, wie es so schön heißt. Aber man hatte doch andere Pläne. Man sagte sich Rennfahrer, ja. Pilot, ja. Lokomotivführer, ja. Kapitän. Ich habe auch schön gefahren. So etwas, wissen Sie, das hat mich immer gereizt, einmal so etwas zu machen. Alles Interessante. Und das hat sich nie erfüllt. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären heute Lokführer. Wüssten Sie, wie es Ihnen dann ginge? Ich bin einen Zug gefahren in Schlesien von Petersdorf nach Niederschreiberhau, elektrisch. Ach, ist das wahr? Da habe ich Zeugen. Na, die brauchen Sie nicht zu bringen. Ich glaube Ihnen jedes Wort. Ich würde ja Schmutz erzählen hier. Nein, Sie werden mir ja auch glauben, dass ich gelernter Maler bin. Wenn Sie wollen, können Sie gerne glauben, sonst komme ich und streiche Ihnen mal die Küche. Das geht durchaus. Ja, das ja. Aber ein Bild machen. Wie ist Ihr Name bitte? Kusberg. Herr? Aus Hirschberg. Herr Kusberg. Im Riesengebirge. Herr Kusberg. Ja. Herr Kusberg, ich werde Ihnen ein Bild malen, werde es Ihnen schicken. Ist das ein Wort? Denn ich bin ein Schüler von Professor Willi Jeckel gewesen, habe in der Akademie in Berlin wirklich gearbeitet. Das sage ich sogar sehr gerne. Ha, jetzt hat er Pech gehabt. Ich male Ihnen ein Bild, ja? Jawohl. Und wenn Sie es in den Keller hängen, ist ja egal. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe. Ja. Ich habe also absichtlich davon gesprochen, dass die Berufe, die man sich erträumte, meist nicht erfüllt haben. Das ist das Kabel, das kommt immer hinter uns her. Nein, ich meine, diese... Das haben wir immer da drauf. Ja. Ich wollte Sie fragen, die Berufe, die sich nie erfüllten, reut es Sie, dass Sie zum Beispiel nicht Kapitän, nicht Lokomotivführer geworden sind? Nein, das freut mich nicht. Nein? Nein. Sie verstehen den Sinn, viel Vergnügen so gut, dass ich mit Ihnen ganz offen reden kann. Sie werden jetzt, Sie spielen alles mit? Alles. Gut, Sie werden jetzt Lokomotivführer. Darf ich um den Lokomotivführer bitten? Ich möchte die ganze Sache, das möchte ich haben, jawohl. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Na, das ist aber fein, dass Sie da sind. Schön. So, ich würde vorschlagen, dass Sie sich am besten gleich einmal diesen Mantel anziehen. Und jetzt machen wir ein Spiel. Jawohl. Jetzt machen wir ein Spiel. Viel Vergnügen auch für ihn. Und darf ich Sie einen Augenblick bemühen, mein Herr? Kommen Sie doch ein bisschen näher. Sie sind der Herr... Antler. Herr Antler. Ja. Herr Antler, Sie sind ein Schwabe, das weiß ich inzwischen. Und Sie sind im Rangierdienst. Jawohl. Und die Bundesbahn war so liebenswürdig und hat uns Sie hierher geschickt, damit Sie das beurteilen können. Ja? Wollen Sie das bitte umhängen? Jawohl. Die Lampe brauchen Sie, das sieht doch zünftig aus. Wollen Sie auch eine Mütze tragen? Sie sind jetzt im Dienst, wie wir sagen können. Ja, besser ist mit. Besser ist mit. Doch, doch. Schön. Und jetzt haben wir eine Aufgabe. Da muss ich Sie bitten, Herr Antler, treten Sie doch vielleicht hier herüber. Ursula, ich halte es. Jetzt müssen wir ihn mal hier haben. Lampen sind heiß, Loks sind heiß. Das ist überhaupt eine heiße Sache. Was meinen Sie, wie heiß mir ist? Hoho. Wir haben ja hier geheizt. Diese Handschuhe gehören auch Ihnen. Und jetzt achten Sie bitte genau auf das, was ich Ihnen zu zeigen verpflichtet bin. Nicht jetzt. Ich zeige Ihnen hier etwas, ja? Wollen Sie mir da einen Augenblick zusehen? Wir nehmen an, das Hauptgleis verläuft hier. Das ist eins. Ich bin nie dahinter gekommen, weshalb ich mit einem Stück Kreide gleich zwei Striche ziehen kann. Ja. Ich werde nie dahinter kommen. Jetzt kommt aber hier etwas Gewaltiges. Hier kommt eine Weiche. Ja. Die sehen Sie. Und jetzt kommt Ihre Aufgabe. Kommen Sie doch bitte hier herüber, damit auch die Kamera verfolgen kann, was ich Ihnen jetzt zu zeigen habe. Wir nehmen eine Lokomotive an. Ja. Diese, eine Spielzeuglokomotive. Ja. Und die setzen wir, wo wollen wir sie hinsetzen? Na, die setzen wir, wir haben hier verschiedene Punkte, die setzen wir mal hier hin. Ja. Sie sehen mit dem Schornstein wieso zu mir. Magnetisch. Bitte? Magnetisch. Magnetisch? Ja. Sie sind technisch interessiert. Jawohl. Das sofort gemerkt. Jetzt haben wir noch einen sogenannten X-Wagen da. Das ist ein Rungenwagen ohne Rungen. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ja. Ein X-Wagen. X-Wagen, ja. Den setzen wir auch dazu. Den nennen wir jetzt den Wagen C. Den setzen wir dahin, ja? Ja. Das sehen Sie alles. Jetzt haben wir noch einen Wagen B, ebenfalls einen X-Wagen, ja. Rungenwagen ohne Rungen. Den setzen wir dahin. Gut. Und dann haben wir noch den Wagen A. Das ist ein Rungenwagen. Ja. Sie erkennen ihn sofort, ja, einen Rungen. Ja, sicher, sicher, sicher. Den setzen wir dahin. Ja, schön. So, nun stimmt's. Ja. Damit ist eine Aufgabe für Sie entstanden. Und jetzt sollten Sie herausfinden, wie kann man es erreichen, dass man die Lokomotive richtig in der Reihenfolge vor die Wagen A, B und C setzt. Jetzt bitte ich Sie, treten Sie einen Augenblick zur Seite. Der Zuschauerraum soll einen Blick darauf werfen können.
Können Sie das sehen, meine Damen und Herren? Hier ist also die Lokomotive, dahinter der Wagen, der Waggon C. Oben der Wagen B, unten der Wagen A. Das sehen Sie. Seine Aufgabe ist es, die Lokomotive vor die Wagen A, B und C in dieser Reihenfolge zu setzen, dass sie nach da fahren kann, also zu mir fahren kann, in dieser Richtung fahren kann. Es müssen die Wagen A, B, C in der Reihenfolge hinter der Lok stehen. Könnten Sie das? Ja, muss ich jetzt... Überlegen erstmal. Das ist richtig. Ich muss mit der Lokomotive rangieren. Sie müssen mit der Lokomotive rangieren. Das mit der Hand geht ja nicht. Wissen Sie, was eine Lokomotive wiegt? Schätzen Sie. Na, ungefähr. Mehr. 125 Tonnen. Wissen Sie, was ein Waggon wiegt? Ja, das kommt... 10 Tonnen, ungefähr. Unbeladen. Unbeladen, leer. Die können Sie nicht einfach hier weg und sagen, nee, ich setze den hier rüber und mach hier. Das geht nicht. In dem Moment, wo die Geschichte in die Tonnen geht, ist aus. Ja. Sie könnten also die Aufgabe jetzt lösen. Ja oder nein? Ich werde es versuchen. Gut. Jetzt wollen wir doch mal ganz ehrlich sein. Ich meine, wir sind doch Menschen, die jetzt das 30. hinter sich haben. Sind Sie auch schon über 40? Etwas, ich auch. Etwas. Ich auch, ja. Sie auch, Herr Ander? Sind Sie auch über 40? Ja, ziemlich über 40. Naja, ziemlich über 40. Sagen Sie schon über 40. Wir sind doch keine kleinen Kinder. Wir stellen uns doch nicht dahin und spielen jetzt Eisenbahn da. Wie sieht denn das aus? Es sehen uns doch Leute zu. Österreich sieht uns zu. Wie komme ich mir denn vor? Ich habe hier erwachsene Männer auf der Bühne. Ich sollte jetzt zum Eisenbahn. Ich bin doch kein. Nein, meine Herren, wir machen das ganz anders. Wir haben uns gedacht, wenn Sie schon da sind, Herr Ander, Ihnen gehört nämlich ein Teil der Bundespost, der Bundesbahn, dann würde ich auch sagen, spielen wir das echt. Gut. Ja, wie gut? Ja, also, er ist sicher... Sie kriegen eine richtige Lok von 125 Tonnen, die sollen Sie fahren. Nun gut, ich werde es versuchen. Die sollen Sie fahren. Sie kriegen 3 Waggons, jeden zu 10 bis 12 Tonnen. Gut, wie fahre ich? Ein wunderbarer Mensch. Herr Anton, wir hatten vereinbart, dass Sie ihm nicht sagen, wie dieser Weg zu fahren ist. Sie müssen sich jetzt während des Weges dorthin schon genau überlegen, wie diese Strecke zu rangieren ist. Bedenken Sie, der Wagen B ist oben, der Wagen A darunter, die Lokomotive da rechts, dahinter der Wagen C. Eine Weiche auf der rechten, eine Weiche auf der linken Seite. Jetzt sollen Sie weiter überlegen, wie es geht. Auf Wiedersehen. Verabschieden Sie sich am besten hier von dem Zuschauerraum. Und tun Sie mir bitte einen persönlichen Gefallen. Herr Anter, Sie haben mich da vorhin drauf aufgehört. Tun Sie mir bitte einen persönlichen Gefallen. Bitte setzen Sie die Mütze auf, denn Sie sind ja jetzt im Dienst. Ach, stimmt. Und nun werden wir Sie zu einem richtigen Rangierbahnhof in Stuttgart fahren. Leben Sie wohl. Wiedersehen, Herr Anter. Wiedersehen. Danke Ihnen. Tino, das können wir rausnehmen hier, ja? Das brauchen wir nicht. Im Gegenteil, wir brauchen jetzt die Bühne. Und wir brauchen auch, wenn Sie so liebenswürdig wären, das Mikrofon jetzt mal auf die Bühne zu stellen, wir brauchen es nämlich. Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen jetzt ganz kurz eine Geschichte, die zu Ihrer Unterhaltung und für Ihr viel Vergnügen gedacht ist. Wir haben das große Glück gehabt, während einer Reise, die sich vor einiger Zeit ergab, 4 Herren kennenzulernen, und zwar in Paris. Diese Männer bringen nicht nur sich selbst und ihre Koffer mit, sondern ein ganzes Stück Pariser Atmosphäre. Und wenn Sie vielleicht in diesem Jahr nicht erreicht haben, die bevorstehende Reise, die Urlaubsreise nach Paris zu machen, so kommen Ihnen diese Herren im wahrsten Sinne des Wortes entgegen. Sie werden Ihnen ein Stück der Atmosphäre vermitteln, so wie Sie durch die Pariser Straßen gezogen sind, so wie Sie von einem Kabarett ins andere Varieté gingen, gesungen haben und so erfolgreich wurden, dass man Sie heute lässig und bequem an die großen Namen der amerikanischen Quartette und Gesangsgruppen stellen kann. Sie haben das europäische Festland kaum verlassen und haben sich einen wunderbaren Namen in Frankreich gemacht, den Sie sicherlich auch sehr bald in Deutschland haben werden, wenn Sie noch einige Tage hier bleiben werden oder einige Zeit. Und damit stelle ich Ihnen vor, Les Garçons de la Rue. Voilà! Aux yeux de filles, ton air filou. T'es vieille et t'es gueulante d'accordéon. Ça fait pas grand, mais c'est si bon. Et gigolo, fais des amis sous le métro, dans la Bastille, pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Allez, viens, fleur de printemps, ça fait l'état de petits tapins qui font.
merveilles en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Et la croix, je l'en rêve, ça fait les mois qui sont tombés, alors ces dames sont une raison à ce fond bigard, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, tape à la vie, dans la police, dans ton corsage de Léon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant, pour la chronique, traction avant, pour la tactique, un petit coup sec, dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Meine Damen und Herren, unser nächstes Lied ist eine Parodie auf die Folie Bergère und Sie sehen einen Besucher, der als Jüngling, als Mann, als Greis wieder, immer wieder in das Lokal geht. So ist Folie Bergère. On a d'abord 16 ans. On y vient en tremblant, folie bergère. On a des petits boutons, un col jusqu'au menton, folie bergère. Et on est tout ému, on voit des femmes nues, folie bergère. On prend un air blasé, on voudrait s'en aller, folie bergère. On a passé 30 ans, on y vient en flambant, folie bergère. On retourne pardi presque tous les samedis voir les bergères. On est fiers maintenant, on est au premier rang, folie bergère. Les femmes nues en passant vous sourient gentiment, folie bergère. Visons la 40 ans, 50 ans, 60 ans, folie bergère. On y revient toujours, c'est comme un vieil amour, folie bergère. On est un peu moins fier, on reste un peu derrière, folie bergère. Sa femme à ses côtés. On est vraiment gâté, folie bergère. Puis à l'entracte, on veut faire quelques pas, mais elle vous dit: où va-t-on ? Restons là. Puis on devient. On y vient que très peu, folie bergère. Puis on y revient pelu. Adieu les femmes nues. Wir singen nun das Lied Pariser Luft. Man kann nicht erklären, so ist eben Pariser Luft. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis. L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. Peut-être est-il venu au coin d'une rue comme un enfant perdu, l'air de Paris. Là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous,
l'air de Paris. Toi, tu es arrivé de mille ans après moi, je t'ai trouvé simplement, sans te chercher. Devant un café crème, dans le matin blême, je t'ai dit je t'aime, souviens-toi, nous étions là. Deux ombres que la vie avait réunies en plein cœur de Paris, tout endormi. On s'est aimé d'amour et depuis ce jour, tout notre passé s'est changé en avenir. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit l'air de Paris. On ne saura jamais si le même jour l'amour vit le jour avec lui dans l'île Saint-Louis. On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Puisqu'il nous l'a donné, à quoi bon chercher, à quoi bon savoir ce que l'on ne saura jamais. Unser letztes Lied ist eine Straßenszene, bei der alle Passanten fragen, wohin gehen sie heute Abend? Und die Antwort ist immer die gleiche. C'est un roman de la rue de la paix, une femme chic et jolie trottinait, un monsieur vieux amoureux la suivait, qui gentiment dit madame, s'il vous plaît, où allez-vous? Si vous allez au paradis, j'y vais aussi. Au paradis, reprit le vieux suiveur, montant tous deux connaître le bonheur. Mais très grossier, un voyou plein d'ardeur, s'interposa, disant avec chaleur. Où allez-vous au paradis, hein? Si vous allez au paradis, j'y vais aussi. Et le trio arriva à 5 coups, comme il passait trop en dehors des clous. Au lieu de leur fit une contravention, le malin agent dit plein de compréhension. Au paradis, si vous allez au paradis, j'y vais aussi. L'étrange groupe augmentait constamment, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Rien sur terre, on a trop de soucis, dépêchons-nous de changer de crèmerie. Où allez-vous? Au paradis. Si vous allez au paradis, j'y vais aussi. Puis, tels des anges que la foi purifie, ils s'envolèrent tous vers le paradis. Mais sur la porte, il y avait un écriteau. Et ben où ça? Ici, on ne reçoit pas les trinquots. Oh! Et cette histoire est payée à nous, dit-on. Un coin perdu qu'on appelle Charenton. Où de Pilar et de cette chanson que les piquets chantent à l'unisson. Les garçons de la rue, mesdames et messieurs, nous voulons Ich wollte sehr gerne zeigen für Sie jetzt eine große Attraktion, mais vielleicht geht's doch, wenn man sich so auf die Technik verlässt. Da ist unser Schienenbild, da ist unser Lokführer eingetroffen. Jetzt wollen wir versuchen zu beobachten, wie er sich jetzt aus der ihm gestellten Aufgabe herauszieht. Ja, also was wir im Augenblick sehen, ist nichts. Eine finstere Lok.
noch einige Verhandlungen. Er ist anderer Meinung als der Herr Heitzer. Man steigt nach. Ich möchte Sie bitten, meine Damen und Herren, Sie verstehen, dass das wirklich eine P-Lok ist. Soweit ich darüber orientiert bin, ist es eine Personenzuglok von immerhin 125 Tonnen Gewicht. Ich möchte Sie bitten, einen Augenblick zu überlegen, was Ihr Wagen wiegt. Selbst wenn Sie einen Omnibus als Ihr eigenes Fahrzeug haben. So, eine Lok ist ja von Natur aus schwarz, darum ist es für Fernsehen großartig geeignet, wie wir eben sehen. Und jetzt müsste sich etwas ereignen. Wahrscheinlich ist die jetzt... Aha, leise Pfiff ist irgendwo. Großes Überlegen, welcher Hebel ist zuerst zu drehen. Jetzt, und sie bewegt sich. Ja, sie tat was. Und sie bewegt sich doch. Jawohl, sie fährt. Sogar vorwärts, was uns alle überraschen kann. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er nach oben gefahren wäre. Das ist eine schöne Lok. Ich hätte selber etwas verwundert. Ich wünsche ihm jetzt wirklich viel Vergnügen und einen schnellen Einfall, wie diese Aufgabe zu lösen ist. Die Trillerpfeife hatten wir ihm mitgegeben. Ganz im Vertrauen. Würden Sie sich zutrauen, jetzt sofort eine solche Lok zu fahren? Nicht, sehen Sie. Anscheinend hat er einen Waggon gerammt. Denn einer hat sich selbstständig gemacht, wie ich auf meinem Schirm erkennen kann. Aha, Gesundheit. Das war anscheinend die Lokomotive, die da genießt hat. Anscheinend macht er es aber trotzdem richtig, denn den Wagen B zuerst anzuhängen, ist richtig. Wenn er jetzt bremst und ihn zieht, ist er auf dem besten Wege. Das kann ich alles aussprechen, weil er mich jetzt nicht hören kann. Ich glaube, er kann mich auch nicht leiden. Aber hören kann er mich auf keinen Fall. Gesundheit, wieder einer. Es erinnert mich an das Suchbild, Neger kämpfen im Tunnel. Es ist nicht viel zu sehen. Er macht das Richtige, er zieht den Wagen B. Ich nehme genau wie Sie an, meine Damen und Herren, dass er sich auf der Fahrt bis zum Bahnhof genau überlegt hat, wie diese Aufgabe zu bewältigen ist. Wenn Sie ihm jetzt willig folgen, werden Sie merken, warum das richtig ist. Wir haben diese Aufgabe nach ihrer kürzesten Lösung und nach ihrer einfachsten Lösung untersucht. Das war bis jetzt eine richtige Manipulation. Ein Rangiervorgang. Vielleicht ist es interessant für unsere Zuschauer, dass bei uns in Stuttgart jetzt auch Nacht ist zurzeit. Dass es also nicht ganz einfach war, diese Dinge aufzuleuchten und aufzuhellen. Aber da sehen wir ihn jetzt wieder. Er schiebt B auch noch richtig hinter A. Jetzt muss es gleich fürchterlich knallen. Denn irgendwo muss ja nun A. Ja, hau. Ja, wir haben es gehört. Jetzt ist die Lokomotive kaputt. Unser Heizer, das war verabredet, ist stummer Zuschauer und tut alles, was ihm unser Kontestant, unser Mitspieler sagt. Und ich bin glücklich, Ihnen sagen zu können, dass es zum ersten Mal in unserer Sendung gelang, eine richtige Lokomotive zu bemühen. Diese Lokomotive ist nicht Eigentum des Süddeutschen Rundfunks, wie Sie glauben könnten. Es steht auch dran, DB. Durchboten. Deutsche Bundesbahn, entschuldigen Sie. Da steht dieser lästige Anhänger mit dem Buchstaben C. Wie glauben Sie, könnte er ihn jetzt
hinter die beiden Wagen bekommen und sich selbst davor setzen. Das Richtige ist geschehen, meine Damen und Herren. Er hat die Weiche gestellt, fährt jetzt über die Weiche. Ich darf es Ihnen hier in einem Modell zeigen, wenn Sie Lust haben. Wir hatten gerade folgendes Bild. Ich weiß nicht, ob man uns überhaupt ernst nimmt. Ja, wir haben uns. Oh je, wir haben uns verheddert. Wir haben uns verheddert. Komm, lass los. Die ganze Aufführung ist sinnlos. Es hat sich verheddert. Meine Damen und Herren, nehmen Sie die gute Tat für den Willen. Hier ist etwas passiert, was nicht passieren durfte. Komm, geh weg. Lass los. Lass. Ist es denn zu fassen? So. Hier stand der C. Er hat inzwischen hintereinander gebracht A und B. Tut jetzt eben Folgendes mit der Lok. Er fährt jetzt hier vor. Sie sehen es. Die Weiche wird gestellt. Er setzt zurück. Und hat damit A, B und C, ohne Zusammenstoß, wie ich es gemacht habe, ohne Kollision, hintereinander gesetzt. Er schiebt bis hierher vor, setzt alle drei Wagen hintereinander und hat gewonnen. Nämlich den Inhalt des Waggons A, B und C. Und jetzt werden Sie wissen wollen, was auf diesen Waggons steht. Bei einem sehr guten Fernsehgerät werden Sie ungefähr erkannt haben, was darauf stand. Auf dem ersten Waggon A steht ein großartiger Schrank, der in jede Wohnung passt. Eine Säge liegt drin, falls die Wohnung zu klein ist. Auf dem Waggon B, herzlichen Dank für die Bilder, da haben wir einen Zentner Äpfel gestellt. Wir haben nämlich damit gerechnet, dass es eventuell nicht schafft, dann hätte er nur den zweiten Preis, nämlich nur die Äpfel bekommen. Und auf dem dritten Waggon, jetzt kommt die Überraschung, eine echte Streichholzschachtel. Und zwar voll. Alle drei Preise hat er durch diesen richtigen Vorgang, den Rangiervorgang, den er jetzt eben, glaube ich, gerade im Begriff zu beenden ist, A, B und C. Sehen Sie es auch? Haben Sie es auch gesehen? Danke Ihnen, denn ich möchte unseren Fernsehzuschauern gern berichten, wir haben hier überall in der Halle Fernsehgeräte aufgestellt und unsere Zuschauer haben außerhalb der Bühne, so wie sich diese Geschichte gerade abspielt, die Möglichkeit, alles zu verfolgen, was im Fernsehschirm wirklich zu sehen ist. Damit wird er glücklicher Besitzer eines Wohnschrankes, eines Zentner Kartoffeln, nee, Äpfeln, Erdäpfeln, ohne Erd, Äpfel und einer Schachtel Streichhölzer voll. Ich gratuliere unserem Kontestanten, den wir heute Abend kaum wiedersehen werden, denn der Heizer versprach uns dann, mit ihm endgültig bei ihm zu Hause vorbeizufahren und gleich alles abzuladen. Die Schienen werden noch gelegt. Danke Ihnen. Erwin, was haben wir? Ich kenne deine persönliche Meinung dazu nicht. Wenn das so weiter um sich greift, erleben wir noch mehr. Teenager-Cocktail. Eine Frage an Sie. Könnten Sie es sofort übersetzen? Teenager. Teenager, ich darf es für Sie tun. Wir haben vorher nachgesehen. Und wir verwenden jetzt das Thema, so übersetzt, den Teenager-Cocktail. Was Sie auf Ihren Schallplatten sonst hören, da, klingt so komisch blechern. Sie sollten endlich einmal sehen, wie es gemacht wird. Und das haben wir Ihnen jetzt versprochen, das wollen wir auch halten mit Erwin Lehn, mit seinem Südfunk-Tanzorchester. Fünf Sachs werden das Thema spielen, das Sie kennen, von dem Sie vielleicht nicht wussten, wie es sich instrumentativ irgendwie, es ist ganz versungen und vertan. Oh, böse Tat! Thank you.
Herzlichen Dank. In diesen persönlichen Dank mische ich die Hoffnung, dass man uns jetzt gemeinsam auf dem Bildschirm sieht. Und das ist ja auch was Feines für mich. Ja, ja, mit dem echten Lehn. Ne? Ja. Meine Damen und Herren, eine ganz kleine Episode, die sich am Rande abspielt. Und ich bin nicht verpflichtet, sie Ihnen zu berichten, aber ich finde sie trotzdem so schön, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte. Les Garçons de la Rue, 4 Franzosen, kamen eben und gratulierten mir. Warum? Ich bin doch gar nicht so gut. Nein, sagten sie, aber Ihr Bubi Scholz hat gewonnen. Das fand ich nett. Herzlichen Dank für die... Garçons de la Rue. Merci beaucoup, Messieurs. Merci beaucoup. Un moment, Moment. Sie sehen mich mit offenem Munde rumlaufen. Das ist ein seltener Zustand. Kommen Sie. Guten Abend. Sind Sie wirklich da? Nein. Um es gleich vorwegzunehmen, eine offene Frage, eine offene Antwort. Ja. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Jawohl, großen Spaß. Wirklich wahr? Jawohl. Das beruhigt mich nur sehr. Nur musste ich zu schwer arbeiten. Sie mussten zu schwer arbeiten? Ja, aber haben es macht Spaß. Ich habe gerade eben draußen jemanden erzählen hören, Sie hätten den Schatz gefunden. Ja. Würden Sie mir bitte einen kurzen Bericht geben, wie war? Ich hatte Ihnen übrigens einen Spaten mitgegeben. Den haben Sie gestohlen. Den habe ich nicht gestohlen? Nee, die da oben. Wer oben? Die Leute. Vielleicht 1000 Stück. Da waren Leute? Ja, 1000 Stück mindestens. Erzählen Sie, was war? Also, wo wir angekommen sind, erstens konnten wir nicht durchfahren, weil so viele Wagen dort standen. Welche Wagen? Von den Leuten. Sind Sie weg gewesen? Nein, erzählen Sie. Und zweitens konnte man keinen Berg mehr sehen, weil alles Leute drauf standen. Aber ich bitte Sie, was für Leute? Wir waren gestern da, es war eine menschenleere Gegend. Alles von der Fernsehsendung, die es gesehen haben, gingen alle sofort hier rauf und wollten den Schatz suchen. Aha. Wären Sie mir jetzt sehr böse, wenn ich Ihnen ein Geständnis mache, das ich eigentlich schon hätte vorhin machen können? Nein. Nein? Sie zürnen mir nicht? Nein. Wir haben, ohne es Ihnen zu sagen, die ganze Geschichte mit angesehen. Wir haben uns nämlich eingeschaltet in Ihre Gebirgslandschaft. Und die Technik des Süddeutschen Rundfunks war liebenswürdigerweise bereit, uns das alles sehr deutlich zu zeigen. Ich glaube, wir hatten einen guten Empfang hier im Saal. Hoffentlich hatten Sie das auch zu Hause. Guten Abend. Hoffentlich hatten Sie das auch zu Hause. Und Sie haben also alles mit angesehen, was da bei Ihnen vorging. Sagen Sie, wo kamen die Menschen her? Wie können Sie das erklären? Alles auf dem Fernseher. Sind Sie sicher? Ja, sicher. Sie bestätigen unaufgefordert, was ich schon lange wissen wollte. Ich habe jetzt das Gefühl nach Ihrer Aussage, dass man uns trotzdem zusieht. Ja. Das ist originell. Und jetzt habe ich eine Frage. Wir hatten Ihnen einen Spaten mitgegeben und Sie bringen uns hier einen solchen Otto mit. Was ist das? Den Pickel hatten Sie mir auch gestohlen, konnte ich dann im Laufe der Zeit wieder krapsen. Wollen wir das Wort vermeiden, nicht gefunden? Ah, gefunden, ja. Das war ja Schatzsucher. Jeder hat einen Schatz. Ihr habt gedacht, das ist der Schatz. Ja, dann habe ich den Hammer durch Zufall gefunden, dann habe ich den halt mitgenommen als Ersatz. Wie war Ihr Name bitte? Däubler. Herr Däubler, interessant ist die Formulierung, die Sie dabei suchen. Ist kein Vorwurf. Sie sagen, der wurde Ihnen geklaut. Ja. Auf der anderen Seite sagen Sie aber, den haben Sie zufällig gefunden, den Hammer. Und haben. Ja. Also jetzt kein Gram, kein Neid, kein Hass. Sie haben mir gesagt, es hat Ihnen Spaß gemacht. Jawohl. Wer hat Ihnen geholfen? Haben Sie denn? Fünf Herren. Fünf Herren? Moment. Fünf Herren. Der erste Herr, guten Abend. Guten Abend. Wer sind Sie bitte? Gebhardt. Herr Gebhardt? Aus Stuttgart? Jawohl. Sie wohnen hier? In Rodewaldstraße. Wie kamen Sie auf die Idee, dort zu helfen? Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ist das wahr? Und dann bin ich gleich losgefahren. Und wo wir da raufkamen, wo ich ins Gelände reinkam, da habe ich gleich die Schippe gesehen. Dann denke ich, da muss ich was graben. Die Schippe ist wieder da. Er hat die Schippe. Sie haben die Schippe gesehen. Ich habe aber nicht mitgebracht. Ich habe bloß die Kiste noch mitgebracht. Der Schatz ist da. Der Schatz ist da. Guten Abend. Guten Abend. Siegfried Knoll. Herr Siegfried Knoll? Ja. Aus Stuttgart? Ja. Sind Sie gebürtiger Stuttgarter? Ja. Und Sie haben auch gesehen im Fernsehen und ja, haben gern auf den letzten Teil verzichtet, sind erstmal hingefahren, haben nachgesehen, ja? Nee, mein Schwager sagt, ich soll gehen. Und bin mag sie Ihr Schwager nicht, oder warum? Doch, ja. Was haben Sie in der Blechbüchse? Da ist eine Kostprobe von dem Dreck, in dem sie drin war. Kommen Sie doch ein bisschen. Darf ich mal sehen? Das finde ich schön. Er hat eine Kostprobe der Erde mitgebracht, in der gebuddelt wurde. Darf ich sie zu unserem Eigentum jetzt machen? Wir buddeln nachher noch ein bisschen drin. Herzlichen Dank.
Meine Herren, kommen Sie ein bisschen näher, ja? Dann lernen wir hier kennen Herrn... Franz Traufe. Herr Traufe, sind Sie auch Stuttgarter? Ja. Aha. Und was haben Sie da? Flasche. Die konnte ja bloß ich finden. Eine Flasche konnten nur Sie finden. Warum? Trinken Sie gern? Nein. Es geht mir nichts an. Ich frage das nur wegen der Flasche. Es gibt eine gewisse Beziehung. Und da haben Sie einen Hinweis gefunden. Ja. Darf ich den vorlesen? Lege deinen Daumen beim Rotlicht an die rechte Kante des Fernsehturms. Einen Daumensprung davon rechts, das ist die grundsätzliche Richtung, in der du suchen sollst. Wissen Sie, wie ein Daumensprung geht? Ich war obergefreit, ich erkläre es Ihnen. Ruhe. Folgendes. Das macht ein Auge zu und dann macht das andere zu. Das kann ich ja nicht, aber man macht das dann zu, lässt es zumachen bei mir, ich kann es nicht selber. Und dann springt der Daumen automatisch weiter und da war es dann zu finden, ja? Herzlichen Dank. Schönen Dank, Herr Traufe. Sie haben auch einen gefunden? Hier bei diesem Fund bleib stehen, mit dem Gesicht genau nach Süden gewendet. Wussten Sie, wo Süden ist? Ja, anhand dem Kompass. Ah, am Kompass, richtig. Das war also richtig, dass Sie den mit hatten. Da war eine Kiste. Da war eine Kiste. Fünf Männer sollen sich vor dich stellen und einander die Hände auf die Schulter legen. Dann geht gemeinsam in genau südlicher Richtung 9 Schritte. Wo der Vorderste dann steht, grabt weiter. Und da fanden Sie einen Hinweis? Nee, da waren schon andere. Guten Abend. Guten Abend. Wie ist Ihr Name, bitte? Joachim Pulal. Herr Pulal, sind Sie auch Stuttgarter? Nein, ich bin in Wuppertal geboren. Und wie kommen Sie nach Stuttgart? Ja, ich bin schon seit 12 Jahren wohne ich jetzt schon in Stuttgart. Also, ich dachte, Sie hätten in Wuppertal gesehen, wir haben mit dem Rennwagen runtergekommen. Nein. Darf ich mal Ihren Hinweis sehen? Ja, was hatten Sie gefunden? Das war der erste Hinweis. Folge dieser roten Schnur und du wirst es nicht bereuen. Was war am Ende der Schnur? Gar nichts. Andere Leute. Andere Leute. Es muss ja wirklich eine Völkerwanderung gewesen sein. Guten Abend, entschuldigen Sie. Wie ist Ihr Name, bitte? Erwin Spitzgart. Herr Spitz? Spitzgart. Herr Spitzgart, ich sage den Namen absichtlich deutlich, denn Sie haben ja Angehörige, die zusehen. Ja. Und warum sollen Sie nicht auch mal im Fernsehen gewesen sein? Nicht? Ich war auch schon ein paar Mal im Fernsehen. Das glaube ich. Ja, ja. Glauben Sie? Ja. Was ist da drin? Da ist leider nichts mehr drin. Kein Mensch. Ach je, eine alte Sammelbüchse. Die gibt es schon in Zinn. Die Leute haben früher also auch schon gesammelt. Das war nicht nur später. Die kriegen Sie nicht. Meine Herren, Sie sind nicht umsonst hier im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich das jetzt wieder rausschiebe hier. Haben Sie das gesehen? Das ist der Erfolg. Haben Sie sich wieder reingerückt? Meine Damen und Herren, das ist der Erfolg gründlicher Proben. Ich habe die Büchse nie gesehen, aber das... Und hier ist der Schatz. Eine Zeltbahn lasst uns ausbreiten. Freunde, jetzt wissen wir gleich, was wir da ausgebuddelt haben. Sind Sie denn ein bisschen gespannt jetzt? Ja. Ich auch. Wir haben... Kein Schlüssel. Was haben Sie denn für ein Dings drauf damit? Wegreißen, Schlüssel wegreißen. Neidisch, was? Dass ich die Kiste habe. So. Nein. Geschmeide und Gold. Ein echter Schatz. Sie sind ein das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Hier liegen Briefe drauf. Wahrscheinlich steht jetzt drauf, wo Sie es abliefern möchten. Wahrscheinlich beim Finanz... Meine Herren, wir versprachen jedem, der irgendeine Hilfsquelle angräbt und findet, 50 Mark. 50 Mark für Sie. Mit Umschlag. Den können Sie noch mal verwenden, da ist noch nichts drauf. 50 Mark und 5 Pfennig für den Umschlag. Gehören Ihnen. Ich gucke nur nach, ob nicht irgendwo zufällig 2 drin sind. 50 Mark und ein Umschlag. Wenn Sie es nicht gebrauchen können, können Sie es gleich zurückgeben. Wenn Sie es gebrauchen können, können Sie es behalten. 50 Mark. Was machen Sie mit den 50 Mark, ehrlich? Vielleicht das Volksfest morgen. Oh, ja. Ah, das war vielleicht zu leise. Lassen Sie mich gerne nachholen, meine Damen und Herren. Hier in Cannstatt ist nämlich zurzeit ein Volksfest. Das ist keine Werbung, aber das kam so spontan bei ihm. Das war verrückt. 50 Mark für Sie. 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter. Mit 6 hatten wir gerechnet. Mit 6 hatten wir gerechnet. So, das wäre also für jeden, wären das 50. Sehen Sie mal, da drüben haben wir zum Beispiel, gucken Sie sich mal alle um, wir haben dort, danke, wir haben, ich muss sie wieder abliefern, das ist ja alles sichtbar, was wir hier machen. Meine Herren, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so großartig mitgeholfen haben, einen Schatz zu heben. Schönen Dank auch für Sie. Und ich möchte Sie im gleichen Zuge auch bitten, noch einmal hinter die Bühne zu gehen, denn dort erwarten wir Sie noch auf einen fröhlichen Umtrunk, wie das früher bei Schatzgräbers üblich war. Gehört zufällig jemand von Ihnen der Hammer? Nein.
Herzlichen Dank, dass Sie den Kompass zurückreichen. Sie hätten auch behalten können. So, würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, einen Augenblick das Mikroskop zu halten? Feste und Schmuck. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich einmal anheben. Da drin. Nur noch Schmuck liegt da drin. Und hier ist was Besonderes. Sehen Sie? Sie erhalten von mir in diesem Augenblick einen Besteckkasten im Werte von über 200 Mark. Okay. Herzliche Gratulation und schönen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Dieser Speckkasten gehört jetzt Ihnen und das nehmen wir wieder raus. Danke. Hey, sammelt alles ein. Ja, 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 ja. Mir nix gönnen. Vielleicht sind noch ein paar Splitter übrig geblieben. Was soll man auch mit so viel Geld? Man isst ja dafür doch nur, man kann es ja kaum noch anlegen. Ich würde es ja anlegen. Ich kann, mit der Esserei komme ich auch nicht, weil ich muss so vorsichtig sein. Ich darf nicht mal mehr was Fettgedrucktes lesen. Es wird Ihnen aufgefallen sein, meine Damen und Herren, dass wir eine Assistentin in diesem Fall verpflichtet haben, Ursula Varus. Sie ist tatsächlich erst 16 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzähle. Habe ich es Ihnen erzählt? Sie ist inzwischen auch nicht älter geworden. 16 Jahre alt. Und hat natürlich, sie ist noch klein natürlich. Und natürlich klein. Und das Wichtige dabei ist mir ja, dass wir möglichst Assistentinnen finden, die nicht größer sind als ich. Sonst kommt langsam immer mehr das Gerücht auf, ich wäre ein Zwerg. Ich möchte es nochmal für neu hinzugekommene nachliefern. Ich bin wirklich 1,83 groß. Immer wenn die Leute kommen, geben sie mir dann und sagen, guten Tag, sind Sie nicht... Jö, Sie sind ja viel... Wir sehen Sie immer nur so groß. Also, die haben das richtige Fernsehgerät nicht. Komme jetzt auf eine Geschichte, weil wir gerade von Größen sprechen. In der Größenordnung lassen Sie mich über ein Paar oder über ein Terzett sprechen, das sich jetzt hier auf der Bühne trifft. Diese Künstler haben wir wie die Schatzsucher mit der Lupe gesucht und haben sie nach langem Bemühen gefunden. Wir wollten sie erst im August vorstellen, aber da ging es nicht. Dann im September, sie waren überall beschäftigt, sind inzwischen in der ganzen Welt herumgereist und sind nun endgültig einmal bei uns gelandet. Ich glaube, dass jetzt gleichzeitig zwei Dinge zutreffen, die wir in unserer Sendung selbst bemerkt haben. Viel Arbeit und viel Vergnügen. Die kommt aber bei der leichten Arbeit sehr schön zutage, wenn Sie jetzt willig folgen unserem Dreiergestirn Warren aus Australien, Divine aus Australien und Sparks aus Australien. Guten Abend.
es ist viel Vergnügen, Seth. May I say thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye, everybody. Goodbye. Es ist viel Vergnügen, Zeit. Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Gut. Ach, es macht schon Spaß, Leute lachen zu sehen. Es ist die beste Medizin. Bedenken Sie das gelegentlich. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt es eine Redensart in Deutschland, die heißt, ich verstehe immer Bahnhof. Und das ist falsch. Sie sehen jetzt auch Bahnhof. Wir haben einen gründlichen Bahnhof aufgebaut, denn Stuttgart ist dafür berühmt geworden, dass es einen wunderschönen, ich glaube sogar den schönsten Bahnhof in ganz Deutschland hat. Herzlichen Gruß an die Auswärtigen. Ein echter Bahnhof mit einem Zeitungsstand, wie sich das gehört. Lollo Brigi da ist. Ja, es ist alles da. Die neueste Zeitung ist auch da. Oh. Wir haben den Dachdecker überfahren. Sind die da oben auch nicht mehr sicher? Na wirklich, also eine Zeitung lesen und sie verstehen, das bedeutet schon viel. Wussten Sie schon, dass die Luft auf hohen Bergen so dünn ist, dass man ohne Brille nichts mehr sehen kann? Oh, was Dummes. Das erste Bahnhofsgebäude mit eigenem Orchester. Sogenannte Bahnhofsorchester. Der Lehnsherr sitzt hinter der Kulisse. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen echten Bahnhof aufgebaut und ich darf Ihnen verraten, dass in wenigen Sekunden auch gleich ein Zug eintrifft. Ich darf Ihnen sagen, dass hier alles echt ist. Eine richtige Telefonzelle, kein Mensch drin. Also es ist keine echte, sonst sind Sie immer gefüllt. Guten Abend, wie geht's Ihnen? Ach, Sie sind gar nicht drin, entschuldigen Sie bitte. Dann haben wir hier ein richtiges Portal. Der Eisenzaun, den Sie dort hinten sehen, der ist nicht echt. So spart man in Stuttgart. Aber die Plakate, ich danke Ihnen vielmals. Das waren die Heimattreuen, die jetzt eben gestätigten, dass es so ist. Und was glauben Sie, was man alles wissen muss? Auf dem Bahnhof, mir sind Sachen passiert, die gibt es gar nicht. Es gibt hier überhaupt Sachen, die es nicht gibt. Ich habe hier einen Fahrgast, der lag oben im Gepäcknetz, habe ich den rausgeholt. Ich kann Ihnen sagen, es gibt Sachen, die gibt es nicht. Im Gepäcknetz ist der oben mitgefahren. Ich sage, wie kommen Sie in der oberen? Sagte, ich habe eine Netzkarte. Aber so geht es doch auch nicht. Das kann man doch nicht. Ja. Dann müssen Sie sämtliche Anschlüsse wissen. Sie müssen wissen, wer mit wem verheiratet, wann der Zug nach wo, wann geht. Es ist irrsinnig aufreibend. Ich kann Ihnen sagen, es ist zum Mäusemelken. Manchmal kommen Sachen. Mäusemelken ist eine Redensart von mir. Es ist dumm, wenn man sich's vorstellt, wenn Sie jetzt. Das kann man gar nicht sagen, Blödsinn. Brauchen Sie auch einen ganz kleinen Eimer, sonst kriegen Sie ihn gar nicht runter. Aber man hat so viel Sorgen dafür. Sie müssen so viel wissen auf dem Bahnsteig, Sie glauben es nicht. Hier kommen so viele Züge an auf Bahnsteig 6 und wir haben bloß 5. Unser einziger Fahrgast da hinten. Der wartet schon seit 3 Wochen, der kann keine Schilder lesen, der ist Amerikaner. Das ist ja dumm, wenn man es nicht weiß, was so ein Amerikaner richtig redet. Ich beschäftige mich nicht mehr damit, ich hab's jetzt. Aber es ist ja so, dass die meisten Leute, wenn sie aus... Hey, Bud, give me a light, will ya? Sie wollen hier vorbei? Sie wollen einen Spaziergang, einen Promenade. Vous ist Französisch, nicht? Ne? Wo machen Promenade, ein schöner Spaziergang bei dem schönen Wetter, schön Sonne, das ist ein Mensch, der versteht. Pass auf, wir hatten nämlich einen nassen September und bei uns, also manchmal so hoch, das Wasser, also wir haben durch den Regen, wir hatten auch einen dummen August und der hat bei uns, da war es also schlimm. Da ist ein Bekannter von mir, weil es zu viel geregnet hat, der ist der Sonnenanbeter, der ist aus der Kirche ausgetreten, das wird ich auch nicht sehen. Look man, all I want is a light. A light? Das tut mir leid. Das ist, a light. Ach, a light. Jetzt, na, Sie sprechen das falsch aus, Mensch. Sie haben eine Biene im Gehirn. Pass auf, Sie müssen sagen, alliiert. Das ist richtig deutsch. Alliiert. Du alliiert. Je alliiert, ja? Je Allemand, du Eisenhower. Wir Adenauer. Du Ami. Du Ami. Verstehst du? Du, also, das ist so schwer dem, also... I want to smoke a cigarette. Nee, danke schön, behalten Sie mal. Nee. Nee, Geschenke, das ist Beamtenbestechung, das könnte ich mal merken. Nie Geschenke an einen Beamten. Außerdem habe ich schon eine Zigarre drin. Aber das geht nicht. Nicht so. Sie können, mein Bruder, der qualmt viel, der raucht auch, wenn er nicht qualmt. Der hat 3 Ohren gehabt, der hat eine Mittelohrentzündung gehabt. Das versteht er nie, das ist nie reinzukriegen, Herr Denn.
Jetzt möchte ich wissen, was der von mir gewollt hat. Tja, wir haben jetzt andere Sorgen, meine Damen und Herren. In wenigen Sekunden wird hier der Skandinavien-Express eintreffen. Und zwar über Hamburg, Hannover, Köln und dann über Asberg, Zuffenhausen. Der muss hier eintreffen. Da ist er, jawohl, er kommt ja eben an. Mit Anschluss nach Gallersleben. Und immer noch derselbe Lokführer. 600 Jahre alt, da ist er. Und jetzt werden Sie es erleben, wenn die Reisenden eintreffen, ist das immer dasselbe Theater. Ich möchte ein anständiges Hotel, wo man gut... Sie möchten ein anständiges Hotel, kaufen Sie sich eins. Ja, ich das möchte einen Gepäcksträger haben. Ein Gepäcksträger? Ja, 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 ja. Ja, wie groß soll er? Och, Mutti, da, entschuldigen Sie, Sie haben ja gar nicht gesehen, dass... Aber können Sie mir nicht einen Mann verschaffen, der... Einen Mann verschaffen, das kann ich nicht, nein. Nein, der mir meinen Koffer trägt. Ja, ich stell's mal hier rauf. Meine Herren, stellen Sie Ihr Gepäck ab, wenn Sie wollen. Wo kann man hier gut übernachten, das habe ich gesagt. Wo man gut übernachten kann, ja, das kommt auf Ihren Schlaf an. Ja, hier, diese zwei Gepäckstücke, die werden abgeholt durch einen Pagen vom Hotel Kaiserhof. Ich muss schnell mal telefonieren. Das müssen Sie alle. Das kennen wir schon. Die müssen alle schnell telefonieren, warten dann eine Viertelstunde auf den Anschluss. Ja, wo bleibt der Gepäckträger? Ja, wann geht denn der nächste Anschluss nach Pfifferlingen? Nach Pfifferlingen kommen Sie weiter um 22.06 Uhr. Aber ich würde den Zug nicht nehmen. Der fährt übers Feld. Das hat keinen Sinn. Da haben Sie die Schienen schon eingepackt. Pass Sie auf, nun müssen Sie mich vor allen Dingen, passen Sie auf, meine Herren, Sie machen einen großen Fehler. Entschuldigen Sie, liebe Frau. Ja, ja, Herr Vorstand, ich bin hierher gefahren und bin ganz verräuchert worden. Wenn ich weiterfahre, möchte ich nicht Raucher fahren, ja? Nee, Frau, Sie können auch aufs Dach. Das ist ganz egal. Nein, nur ich möchte bitten, dass Sie mich richtig, meine Herren, das ist eine Beamtenbeleidigung. Ich bin ja schließlich kein Gepäckträger, ja? Ich nehme alles zurück, bitte. Sie nehmen alles zurück, auch Ihr Gepäck. Stellen Sie es doch bitte darauf. Stellen Sie es doch bitte darauf. Ja, stellen Sie es doch bitte darauf. Ich besorge sofort einen Gepäckträger. Die Sache ist auch nicht stabil, was die Leute hier alles treiben. Gepäckträger! Träger! Ach, heute ist ja Samstag, der ist ja gar nicht da. Träger! Und was rufe ich? Sowieso keiner da. Könnten Sie mir helfen, meine Damen und Herren? Wir suchen einen Gepäckträger. Ein Gepäckträger. Wir haben keinen. Darf ich Sie eventuell bemühen, mein Herr? Sie hatten gerade so zügig die Hand hoch. Würden Sie eventuell die Rolle eines Gepäckträgers übernehmen? Warum nicht da groß? Och, bin ich nicht da. Sie sind eine frohe Natur. Stark und groß loben Sie sich selbst. Also bitte, jetzt als Gepäckträger. Sie müssen mich natürlich respektieren. Ich bin Ihr Stationsvorstand. Sonst ist sowieso aus. Sonst kriegen Sie von mir nur die leichten Päckchen. Ja, also jetzt muss ich Ihnen gleich erklären, dass wir für Sie einige Aufgaben ausgedacht haben. Ja. Denn hier beginnt jetzt für Sie eine Runde. Gucken Sie sich den, der telefoniert immer schon wieder. Der hat noch einen Anruf, wie ich den kenne. Jetzt will ich Ihnen was sagen. Sie müssen als Gepäck... So können Sie nicht als Gepäckträger. Hätten Sie sich doch anders angezogen. Darf ich Sie bitten, sich umzuziehen? Wir haben hinter der Bühne sicherlich einen Gepäckträger bereit liegen. Den nehmen Sie bitte die Sachen weg und ziehen sich selbst an, ja? Darf ich Sie noch einen Augenblick festhalten? Ich wollte Sie gern fragen, wie ist Ihr Name bitte? Hubert Zier. Herr Zier? Gut, schön. Dann darf ich Sie bitten, wechseln Sie jetzt Ihr Gewand. Change your habitus. Ja, Habitus, was? Da staunen Sie. Latein. Das habe ich nämlich gelernt. Ich sollte mal Jäger werden. Kleinen Moment, der Träger ist noch nicht da. Warten Sie doch ein Momentchen bitte, ja? Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen gerne verraten, in der Zeit, in der sich unser Gepäckträger jetzt in sein richtiges Gewand wirft, wäre es interessant für Sie zu erfahren... Ist er weg? Danke. In der Zeit, in der er jetzt weg ist, möchte ich Ihnen gerne erklären, was wir vorhaben. Wir stellen ihm vier schwierige Aufgaben. Er ist jetzt gerade in einem Raum, in dem er uns nicht hören kann. Ist das so, wie ich sage? Ist er raus. Danke. Freie Fahrt für uns. Vier Aufgaben kriegt er gestellt. Und zwar, einmal stelle ich noch einmal alle vier Reisenden zusammen. Er muss das Gepäck richtig vor jeden stellen. Wem gehörte was? Könnten Sie das? Ja. Sie auch? Ob er es kann, wird sich herausstellen. Das wäre der erste Punkt von den vieren, die er zu lösen hat. Der zweite Punkt, hier kommt ein Mann, wie mir gesagt wurde, vom Kaiserhof und holt das Gepäck ab. Er ist weg, ja? Es kommt aber niemand vom Kaiserhof, es kommt jemand vom Königshof. Fällt er darauf rein, hat einen Punkt verloren. Dritte Aufgabe, jemand will die neueste Stuttgarter Tageszeitung haben. Wir haben dort auch ein paar alte dabei. Wir haben auch eine junge dabei. Und wenn er jetzt die alte Zeitung nimmt, ohne sie jetzt einfach, dann hat er schon wieder einen Punkt verloren. Also er muss tatsächlich die neue nehmen, er darf sich keine alte andrehen lassen. Der Gepäckträger hat viel Sorgen. Und die letzte ist eine reine Wissensfrage. Da liegt in einem Koffer, von dem ich behaupte, dass er seit einigen hundert Jahren bereits durch die Weltgeschichte schwimmt, ein Fernrohr, ein Fernglas also, ein Barett und ein Ei. Wem glauben Sie, könnte das gehören? Na? Psst.
ist nicht so laut. Dem gehört's auch, aber das soll er herausfinden. Das sind seine vier Aufgaben und dann hat er einen Preis gewonnen. Wo ist der Gepäckträger? Darf ich bitten? Da kommt er angestürmt. Guten Abend, wie geht's? Wunderbar, schön. Jetzt sagen Sie mir bitte eins. Ja. Ist das nicht mal Spaß, sich umzuziehen und ein bisschen Vergnügen zu machen? Prima, mach ich. Ich finde es auch gar nicht so abträglich. Und warum, was soll es denn? Der Alltag ist so. Herr Zier, was machen Sie sonst? Ja, ich bin im Geschäft meines Vaters tätig. Ja? Wir haben mein Schmuck-, Uhren-, Bestickgeschäft im Marktplatz. Und kein hier. Mensch hat Sie so jemals hinter Ihrem Laden Nein, zu stehen sehen. Stimmt, bitte. Was meinen Sie, wenn ich so über die Straße ginge? Hier, wir beide mit unseren Mützen, ne? Wenn wir so auf dem Bahnhof gingen, Sie würden uns verhaften. Blim, blim. Ja, natürlich, ich würde sagen, blim, blim. Lassen Sie uns doch irgendwas spielen. Jawohl. Viel Vergnügen. Jetzt kommt Ihre erste Aufgabe. Sie haben vier insgesamt zu lösen. Ja. Lösen Sie sie alle, haben Sie den größten Preis gewonnen. Wo nicht, vermindert sich das. Mhm. Erste Aufgabe. Würden Sie bitte mal allen Reisenden das Gepäck wiedergeben? Sie waren ja im Zuschauerraum und haben gesehen, wem was gehörte. Aha, das ist ein guter Anfang. Jetzt stehen hier noch ein Korb. Großartig, danke, das genügt schon, das genügt, das genügt, das genügt. Es bleibt ja nur noch einer übrig. Wunderbar. Der erste Punkt. Der erste Punkt, grandios gelöst. Ich habe einen Auftrag an Sie weiterzugeben. Bitte? Der letzte Herr dort rechts, ja, hat mir gerade gesagt, Sie haben noch nicht oft im Fernsehen mitgewirkt. Sie stellen sich einfach im Rücken dorthin. Nein. Aber ich weiß, das sind Sie im Juwelierladen gewöhnt, dass Sie immer Rückendeckung haben. Bleiben Sie ruhig. Der Gast hier ganz rechts hat mir gerade gesagt, es kommt jemand vom Kaiserhof, ein Boy vom Kaiserhof, und holt das Gepäck ab. Ja. Das ist das Gepäck. Ich soll das Gepäck ja abholen. Ja, kommt vom Königshof. Tut mir leid. Bitte? Er ist vom Königshof. Aber jawohl, gratuliere. Zwei Punkte gut. Mit dem Ihnen eigenen Scharfsinn werden Sie wahrscheinlich keinen weiteren Fehler machen, ja? Mein Zug fährt jetzt weg. Ja? Wo bleibt meine Zeitung? Sie wollen eine Zeitung? Eine Stuttgarter Zeitung von heute. Eine Stuttgarter Tageszeitung von heute, bitte. Eine Stuttgarter Tageszeitung von heute, bitte. Eine Stuttgarter Tageszeitung von heute. Eine Stuttgarter Tageszeitung. Ist ganz egal. Es muss nicht so heißen. Das ist egal. Ja, ich habe verstanden, die Stuttgarter Zeitung. Was haben Sie da? Eine Stuttgarter Tageszeitung von heute. Mhm. Vom 4. Oktober 1958. Ich gratuliere. Wunderbar. Kann ich mal sehen? Ursula hatte den Auftrag, Ihnen diese Zeitung in die Hand zu bringen. Truman bleibt Präsident. Das war schon lange. 1948. Hat nicht geklappt. Sie haben drei Punkte erfüllt. Und jetzt das Schwierigste. Oh, Sie sind ja der Gepäckträger. Darf ich Sie bitten, den Wagen etwas nach vorn zu rollen? Um Haaresbreite hätte ich in meiner Beamtenwürde jetzt eben einen Wagen gefahren. Das darf ich gar nicht. Herzlichen Dank. Wenn wir den aufmachen, mein Herr, finden Sie darin ein Barett. Und ich darf Ihnen die Geschichte erzählen. Das treibt sich seit mehr als, also seit ein paar hundert Jahren, überall in den Gepäckaufbewahrern. Erst war es am Hafen, dann kam es zu uns. Da liegt noch ein Fernglas drin und hier ein Ei. Vermuten Sie und raten Sie, wem könnte dieses Gepäck jemals gehört haben? Kolumbus. Kolumbus! Jawohl! Na, Sie sind großartig. Mein Gott. Was? Ich kann mal was drin gewesen. Ja, es ist ein sogenanntes Kalkei, wir wollten kein neues nehmen. Ja. Schönen Dank, es hat alles großartig geklappt. Dankeschön, Herr Zier, Dankeschön. Ja, Sie machten mir sehr viel Pläsier. Ich danke Ihnen sehr, Herr Zier. Gern geschehen, hat mich sehr gefreut. Das war ja einmalig. Page, darf ich bitten? Jetzt dürfen Sie die Mütze absetzen. Ihre Aufgabe ist erfüllt, die Schürze gehört uns. Möchten Sie sie gern behalten? Ja, mein Gott, man muss ab und zu mal was drängeln, nicht wahr? Bitte sehr, nehmen Sie ruhig. Behalten Sie die Schürze, ist ganz egal. Das Gepäck, das Sie nicht abgaben an den Königshof, gehört Ihnen. Ich gratuliere herzlich. Okay, das war schon lange immer mein Wunsch. Ist das wahr? Ja. Das gehört Ihnen. Bitte sehr, nehmen Sie wieder Platz.
So. Jetzt, meine Damen und Herren, verstehen Sie ganz genau, weshalb es uns so daran liegt, immer wieder zu betonen, viel Vergnügen. Sie sollen es haben und unsere Mitspieler sollen es haben. Und in diesem Fall kann ich Ihnen sogar sagen, ich habe es auch, mit einer kleinen Einschränkung. Wir haben mit der Zeit sehr überzogen und mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir zu spät dran sind. Ich darf also einräumen, dass man schon etwas entfernt von den Dekorationen, denn nach uns kommt eine Veranstaltung, für die wir jetzt die Halle freimachen müssen. Es stört nicht, wenn Sie jetzt gleich anfangen. Ich möchte nur sagen, dass der Abend mit Ihnen so schön war und dass ich mir persönlich erlaube zu behaupten, es war ein schöner Ausgang für mich, denn was geschah in den letzten Sendungen? Ich wurde im Wasser herumgesühlt, ich schlief auf einer Bank, mir flogen Feuerwerkskörper in den Kopf, jedes Mal war etwas los gegen mich und heute Abend nichts passiert. Und unter diesem schönen Vorzeichen zum ersten Mal ohne eine Schlappe für mich möchte ich auch den Abend beenden. Ich möchte sogar, wenn Sie gestatten, gleich meiner Frau jetzt einen kleinen Anruf gönnen und möchte ihr sagen, dass das alles so schön gelaufen ist und dass das vor allen Dingen diesmal ohne Schlag auf den Kopf für mich gegangen ist. Ich verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Mal. Dieselbe Sendung, dieselbe Station, dieselben Witze. Wiedersehen. Bitte hört auf mit dem Blödsinn, was macht ihr denn? Hallo, Ruhe, auf! Bitte, 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 bitte